Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Blau Edition. Im letzten Part sind wir hier bei das Rocket Hauptquartier eingedrungen und möchten hier erforschen. Und was sind das für Plattformen? Aha. Das bringt mir alles ab. Okay. Wir müssen irgendwie an der Seite rankommen. Habe ich aber genug Platz hier drinne? Eine Limonade, ja super. Hau, das könnte sehr, sehr knapp werden. Aber ich hasse auch das Inventar von damals. Ich meine, man hat Limit. Nugget! Das darf ich aber auf jeden Fall nicht werfen. Ich gehe mal 4 Runden. Ah ja, da komme ich zum nächsten Item. Und zwar Mondstein. Wir haben selbst auch einen Mondstein. Doch, ich gehe in den unteren Streifen. Dann gehe ich ja nach oben. Och, die Musik ist so geil in das Hauptquartier. Das bremst mich ab. Und hier kriege ich TM7. Was ist das denn? Hornbohrer. Richtig stark. Fast schon brutal ist gefährlich. Wer könnte das alles lernen? Ich glaube, Sonny kann das lernen. Oder? Ja, Sonny kann das lernen. Das ist so eine K.O.-Angriff. Das ist brutal stark. Habe ich eigentlich schon alle Items? Da komme ich hier davon aus, dass ich alle habe. Selbst wenn, ich glaube, ich kann nicht alle kriegen. Oh super, wo soll ich jetzt hin? Ja, da nach unten. Was ist das für ein Hauptquartier? Wieso ist die so aufgebaut? Nein, da komme ich zurück. Ja, dann da lang. Nee, ich muss nach da unten. Und zwar gehe ich erstmal da lang. So, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt zwar hier wieder zurück, aber ich glaube, da find. Ja, da ist noch ein Item. Gute Entscheidung, sehr gute Entscheidung. Jetzt habe ich hier dafür ein Item gefunden. Ich hoffe, ich endlich einsammeln kann, denn ich glaube, der ist voll. Supertrank. Ah, okay. Ist nicht Bombe, aber ist gut. Hauptsache, ich habe etwas. Ab hier kommen wirklich die geilen Musiks raus. Ja, ich weiß, es ist ja zu langsam, aber ich kann es nicht ändern. Von einem ist es ja schon richtig schlecht gehen von dem ganzen Rumgewirbel. Echt jetzt? Und dann nach unten und dann bin ich ja, glaube ich, durch. Ja, da bin ich richtig. Was ist das? Ah, das ist ein Fahrstuhl. Hier brauche ich einen Schlüssel. Verdammt, ich kann den nicht benutzen. Und das hier? Die Treppe. Oh, hallo Kollege. Ich bin der neue Praktikant. Ja, was willst du denn überhaupt hier? Wir nehmen ja schon seit letztem Jahr keine mehr auf. Das waren ja nur Polizisten und Sachen. Ratz, ratz. Julia, gib dir Mühe. Glut. Super, Julia. Radikal, ja. Natürlich, wenn der Kleine nicht springt, dann muss natürlich der Große kommen. Sonny. Ja, und? Ja, steckt einen Tackle weg. Ein
Volltreffer und du gibst den Donnerblitz. Natürlich, du kommst jetzt mit deinen Hyperzahn. Und Ruckzuckhieb. Oh, gute Kombi. Reicht aber nicht. Der hält das alles noch imstande. Und natürlich wieder ein Radikal. Julia. Oh, sie wird bald sehr stark. Sie hat nicht mehr so viele Leveln. Sie kann eigentlich schon kämpfen, aber hat auch nicht so starke Attacken. Ich muss hier mit ein paar TMs auffrischen. Ja, das wird schon was werden. Alter! Es geht langsam wieder das Gleiche los, aber da hat kein Ruckzuckhieb. Hyperzahn. Alter! Der macht Ruckzuckhieb, ich weiß. Er macht Ruckzuckhieb. Boah, da hat er drei Volltreffern abgeschnitten. Ja, und er kriegt nichts. Der Cooper kriegt aber nichts. Und ein Rassfratz. Ja, Julia, den kannst du kümmern. Den kannst du mal ordentlich aufheizen. Blut! Ohoho, ihr Volltreffer! Ich besiege Rocket. Das kann nicht funktionieren. Wir nehmen dich doch auf. Okay, ich pack's aus. Benutze den Aufzug zum Boss. Aha, nur mit einem Aufzug oder wie? Ich habe keine Ahnung. Und hier? Gibt's noch ein Item, den ich nicht auf... Doch! Hypertrank. Oh, hier ist ja noch ein Rocktyp. Das ist einfach nur ein großer Tisch. Alarm, Eindringlinge! Von hier aus kann wirklich niemand hören, weil das sehr einfach nur ein Einzelraum ist und nur die Treppe runtergibt. Wer kann denn da schon hören? Ich bestimmt nicht. Oh, ach, das war Volltreffer. Natürlich, Ruckzuckhieb wurde blockiert. Warum nicht Brüller? Warum machst du es nochmal? Das ist ja doch total sinnfrei. Wenn es ja schon geklappt hat. Smogon. Weiterkämpfen. Blut. Oh je. Yeah. So könnte es noch gerade noch so schaffen, aber. Ja, jetzt muss eigentlich Ruckzuckhieb nicht mehr blockiert sein, aber. Das ist es jetzt. Ja, genau, Volltreffer. Mach noch mehr. Nochmal Loot. Und dann bist du ja weg. Level 23. Nochmal ein Smogon. Ich kämpfe weiter. Meine Werte wurden ein bisschen gestiegen. Das heißt, ich kann die auch ein bisschen mehr abziehen. Ja, merkt man. Ach, nee. Schön, dass ich nicht mehr blockiert werde. Aber trotzdem. Ich bin ja vergiftet. Nochmal Smog. Ja, aber es wird mich nicht umbringen. Blut und dann bist du aber weg. Oh Julia, du bist so stark. Du hast ein ganzes Team auseinandergenommen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Und die Verstärkung kam auch nicht. Sipscop? Ich weiß nicht, wovon du redest. Glückner! So, schnell Gegengift. Sie hat nicht mehr viel Zeit. Wenn ich den Gegengift überhaupt finden kann. Ich Experte. Ja. Und dann fehlt ja noch ein Supertrank. Okay, Sonny manchmal auch. Oder haben wir nicht schon Besseres? Komm, ich hab Geld. Aber nicht Material. So, jetzt bist du wieder auf dem grünen Bereich. Dann ist ja alles gut. Hier ist schon wieder ein Aufzug. Kann ich aber leider nicht benutzen.
War das mehr Verschwendung? Also, ich glaube, der Weg hierher war mehr Verschwendung. Ja, super. Viel hat es mir auch nicht gebracht. Super. Aber es gibt ja noch die Treppe hier runter. In den dritten Untergeschoss. Hier ist ein Rocket-Typ. Und hier ist eine Sackgasse. Ich glaube, hier komme ich zum Aufzug. Aber ich möchte auch gerne wieder kämpfen. Ich muss ein paar Kilos abnehmen. Oh, da hat zwei Pokémons. Das ist schon mal... Okay. Ich bin zwei Level höher. Aber ich habe nicht mehr so viel Glück. Und Blut. Och, und Fußkick ist ja so verdammt stark. Nein! Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot. Wieso wechselt es ja ausgerechnet immer von Macholo? Das ist ja so dumm. Macholo. Macholo. Macholo, Macholo. Ja, Cobra hat gesagt Macholo, aber ich nenne ihn so, wie ich ihn will, und zwar Macholo. Es klingt einfach für mich wie ein Macho. Und das ist ja auch ein Macho. So, nerven Sie hier. Wunderbar. Mach Konfusion. Ja, bald wird Nerven Sie ja auch eine starke Attacke lernen. Wenn die noch stärker ist als Konfusion. Aber das habe ich ja noch nicht. Was? Ich hab verloren. Ah! Geh lieber joggen. Ich brauch den Liftöffner. Ach so. Hier gibt's ein Item, den ich nicht aufsammeln kann. Ja, super. Ja, ja, ja. Was kann ich denn da alles wegwerfen? Einen Feuerstein möchte ich nicht wegwerfen. Ah ja, ich kann ja mal die Limonade benutzen. Ja, gut. Ist es nicht, glaube ich, sogar besser als Hypertrank? Ja, ich meinte, Supertrank, das hat mir 51 geheilt. Das ist eine TM. TM 10. Risikotackle. Ist eigentlich auch etwas für Sonny. Ja, für alle. Ja, werde ich alles überlegen. Aber eine TM zu finden, das ist schon mal stark. Das ist auch eine starke TM. Wo soll ich hin? Links oder rechts? Ich gehe da lang. Dann hier lang. Dann gehe ich mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier, aber ich gehe einfach. Dann da lang. Nein, ich laufe ihn noch in die Arme. Verdammt, das wollte ich nicht. Ja, der kann mich hier nicht sehen, wieso auch immer. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen, aber ich wollte ja den Item. Es gibt noch eine Treppe nach unten. Ja, das Item wollte ich, ja, danke. Sonderbonbon. Aber ich kann ja gar nicht mal hin. Ich muss ja hier unten rum. Das hat was gebracht. Nicht so viel. Aber ich habe nur den richtigen Weg genommen, das ist ja das Gute. Es war auch gut, dass ich ja hier hinten rumgegangen wäre, denn alles wäre ja falsch gewesen. So, hier herunten rum und dann nach unten. Ach, Julia kann bald nicht mehr angreifen. Ich brauche mal wieder Kontaktlinsen. Und halte uns natürlich aus Team Rocket Angelegenheit raus. Das ist unser neues Slogan. Und ratz, ratz. Der ist mir nicht mehr so gefährlich. Mit Loot.
Ach, es muss Rutenschlag sein, dann mache ich mal schnell Ruckzuckieb. Nein, das reicht nicht mal, ja. Nochmal Ruckzuckieb. Das war jetzt aber ein Volltreffer. Na verdammt, oh, radikal, nein. Da möchte ich lieber nicht anlegen und ich wurde auch noch vom Rutenschlag geschwächt. Deswegen Cooper. Ja, Ruckzuckieb, du mich ja auch. Bis. Ich weiß, damit kannst du schon... Och, dass sie aber auch immer wieder Volltreffer kriegen. Zum Glück nicht bei Hyperzahn. Das ist das einzige Gute. 24. Traumator. Ist ein gefährlicher Pokémon. Ich kann ja auch Hypnose deswegen. Nervensäge wäre glaube ich perfekt. Oder nee, ich bin doof. Stachelsporre. Ich mach Schlafpuder, aber. Stachelsporre, ja. Na gut, wollte ich ihn ja auch paralysieren, aber wenn es mir nicht zulässt. Ach, stimmt, das ist ein Psycho-Pokémon. Ich bin aber auch wirklich ein Experte. Ja, Tackelschläge. Das muss ich nur noch hoffen, dass er ja lang genug schläft, bevor er mich einschläfert. Ihr wisst, was ich meine mit Schlafen. Aber ich glaube, der ist jetzt wach. Nee, ich habe Glück. Das ist das Gute daran. Nervensäge erreicht Level 31. Uff, ich bin am Boden. Das Hilfskorb, das Gerät, das der Boss geraubt hat, das ist hier irgendwo. Aha, aber der weiß etwas davon. Ja, dann gehen wir natürlich in die Treppe. Aha, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hätte das auch so... Nee, die Etage ist mir ein bisschen unbekannt. Und das ist... ein Item, den ich nicht tragen kann. Meine Fresse! Was kann ich denn da alles wegwerfen? Feuerstein, das brauche ich ja noch. Hypertrank. Hypertrank ist später sehr teuer zu kriegen. Ich habe einen Paraheiler. Nein, ich möchte es schon. Nein! Ich möchte es gerne wegwerfen. Und das ist KP Plus. Ah, weißt du was? KP Plus kann ich ja auch gleich einsetzen. Wer braucht es am meisten? Du. Und wie viel ist es jetzt gestiegen? Um 1. Hat sich gelohnt. Und du? Ach verdammt, hier ist ja noch ein Atem. Das ist... TM. Finde ich aber auch wirklich viele TMs. Und das ist Klingensturm. Nervensäge kann das lernen, aber ich weiß gerade nicht, was es bringt. Naja, den Typen kämpfen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und schaltet ein. Ich glaube, der hat den Silfscore. Da bin ich mir wirklich sicher. Bis dann. Ciao.